Ja, Freunde, und was ein richtiger Lokführer ist, der frisst auch unterwegs mal schnell eine Wurst in der Pause. Dann ist inzwischen schon warm, ich heiß Würste. Also, ich muss sagen, das mit dem Fahrradfahren hat sich echt gelohnt. Mein Straßenesel steht da unten irgendwo. Und ich mache gerade Pause. Und dann fahre ich weiter nach Espenheim. Das Wetter hat sich jetzt gebessert. Und die ist nicht mehr der Lok, ist klar. Die haben sie richtig schön ausgeschlachtet. Also man, da liegt der Haufen Gelümpel da rum. Da wurde auch viel abgebaut. An die Lokführerexperten und Eisenbahnexperten, da könnt ihr mir mal sagen, was hier alles fehlt. Hier fehlt Holz, da fehlt Zeug. Da hinten und da drüben fehlt auch Zeug. Ja, hat man eine schöne Pause machen. Hier fehlt Zeug. Das fehlt auch komplett. Ja, hier unten ist ein Kühlschrank, wie es aussieht. Also das sieht zumindest aus wie ein Kühlschrank, weil das solche Gumminüppel sind. Wahrscheinlich wegen der Getränke. Und hier oben fehlt auch alles. Da war wahrscheinlich ein Bildschirm drin. Da hängen noch Kabel runter. Meine Folgen sind dreckig, ey. Schmeckt alles nach Öl. Tja, das ist nochmal so, wenn man hier alles anfasst. Und noch ein paar Waffeln. Die habe ich ja nicht gefunden. Nicht, dass er denkt, ich habe sie ja gefunden. Das ist was mitgebracht. Das war ja jetzt nicht geplant mit der Lok hier. Ja. Demnächst werde ich nochmal so ein Stativ besorgen, wie der eine. LostPalace.de oder wie der heißt. Der rennt ja auch überall rum. Der hat ja so ein komisches Stativ, dass man das Handy dann in der Hand nehmen kann. Also den Griff in die Hand nehmen kann und das Handy vor einem im Gesicht hängt. Also das wäre ich auf jeden Fall mir besorgen. Gut. Das wollte ich jetzt mal noch gesagt haben. Ach ja. Meine Kamera, meine große HD, Full HD Kamera ist kaputt. Ich habe damit jetzt fast 10 Minuten aufgenommen und dann ist er einfach ausgegangen. Ich habe es nochmal versucht, wurde ausgegangen. Ja, gut. Was soll man dazu sagen, ne? Das war's dann wohl mit der Panasonic. Muss ich mir eine neue besorgen. Ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich habe erst vor kurzem einen Akku geholt. Ich versuche das mal zu drehen hier, dass ihr auch mein Gesicht seht. So. Ja, Freunde, und so sieht es jetzt aus. Ich sitze jetzt hier an der V60 West alias BA 300 und 63, irgendwo in der Pampa abgestellt, auf den ehemaligen Werksgleisen des Tagebaus oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Und im Hintergrund hört er die Straße, von der ich gekommen bin. Ich mache daraus jetzt ein zweiteiliges Video. Aber vorher esse ich erst nochmal. Verzeihung, das war nicht mit Absicht. Also, ist schon interessant, was man manchmal so findet in der Gegend, wenn man ein bisschen rumsucht. Damit habe ich persönlich auch nicht gerechnet. Als ich angefangen habe zu drehen, mit meiner Full-HD-Kamera und die Abzweigung von dem Hauptgleis gesehen habe, dachte ich mir nur, also wenn du jetzt dahinter gehst, bin ich mal gespannt, wo es gleich hingeht. Dann sah ich die Wagen von Weitem und dachte, hä? Komisch. Und dann sah ich die Lok. Da dachte ich erst, oh oh, wenn du jetzt noch näher angehst,
Da kommt bestimmt gleich einer und wird dich zusammenscheißen. Bin ich noch näher rangegangen, dachte ich mir, das sieht aber komisch aus. Noch näher ran, ja, und dann sah ich schon, dass die Lok auseinandergepflückt wurde. Und das sitzt schon da. Ja. Man weiß nicht, wie lange die hier schon steht. Ich gehe mal davon aus, 10 Jahre, nee, wird nicht sein, sagen wir mal, 8, 9 Jahre. Oder vielleicht gar nicht mal so lange, man weiß es nicht. Ihr habt ja jetzt gesehen, was ich gefilmt habe. Die genaue Bezeichnung der Lok lautet 9880-3-363-232-0. Vielleicht können die Experten was damit anfangen, was mit dieser Lok hier war vorher, wo sie vorher im Einsatz war und warum sie jetzt hier steht, das arme Ding. Das sogenannte Dreibein. Ich habe ja schon mal so eine Lok gefilmt. Ihr wisst das ja, draußen in Worm. Ja. Und da hat man gesehen, was die für Kraft hat. Wie viele Containerwagen die da in den Güterbahnhof und in die Verladung wieder reingedrückt hat. Das waren eine Menge. Gut, jetzt guck ich mal auf die Uhr. Jetzt habe ich 12.33 Uhr. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch eine Runde fahren mit dem Fahrrad. Natürlich wieder oben auf der Straße lang. Oder ich werde für euch mal das Gleis folgen. Weil jetzt weiß ich ja nur, dass das Gleis tot ist, dass ihr nichts mehr fährt. Also in die andere Richtung. In die Richtung kommt Abstellgleis. Was mich wundert an der ganzen Geschichte ist, Leute, bei der Lok ist vorne die komplette Puffereinheit verbogen. Ja, das heißt also, entweder ist diese Lok hier mit voller Wucht auf den Prellbock geknallt, weil vorne alles verbogen ist, und dann hat man sie dann halt hier stehen lassen, oder die ist noch gefahren, die Lok, und die irgendwelche haben hier rumgespielt damit und haben sie dann auf den Prellbock gesetzt. Man weiß es nicht. Fakt ist, hier steht noch ein Rangierlok, zu 50% noch vorhanden, vieles rausgerissen, vieles ausgebaut. Ich bin wohl nicht der Erste, der hier drin rumkraucht in der Lok. Ist mal interessant zu sehen, wie es in so einer V60 aussieht. Ups, das war jetzt das Handy, ist umgefallen. In den Worten bin ich jetzt erstmal weg. Oder noch nicht. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Moment, meine Würste. Ne, die wollte ich euch nicht zeigen. Ich wollte euch nochmal dort zeichnen, was hier alles noch vorhanden ist. Das mit der Heizung. Draußen hier auch. Ist auch noch einiges vorhanden. Muss ich aufpassen. Also hier sind überall die Klappen offen bei der Lok. Komplett geschlachtet. Da sind die Rungenwagen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Rungenwagen. Unbeladen. Ich denke mal, es war geplant. So wie ich das sehe, war es wohl mal geplant. Die Schwellen hier drüben vom Werksgleis auf die Rungenwagen zu verladen. Aber dazu kam es leider nicht mehr, weil hier irgendwas passiert ist. Wie gesagt, an die Experten, auch an dich, Sascha. Du kennst dich ja aus mit den Loks. Wenn du die genaue Bezeichnung siehst, was hat die Lok vorher gemacht, wo war sie vorher im Einsatz und so weiter und so fort. Gut, ich werde es hier noch fertig essen. Den Dreck in mich reinschaufeln. Ja, das ist ja Dreck, was ich in den Händen habe. Und dann sehen wir uns dann eventuell wieder, wenn ich im Espenheim bin oder zu Hause. Je nachdem. Wir werden sehen. Tschüss, Freunde. Nö, heute nicht mehr.